Generationen von Nürnbergern haben in der Tanzschule Krebs Walzer gelernt. Heute wird hier aber nicht getanzt, sondern gefilmt. Dazu sind Kollegen einer anderen Nürnberger Tanzschule mit der Kamera angerückt. Zusammen wollen sie für ihre Schulen kämpfen, bei denen es um so viel mehr geht als nur ums Tanzen. Es fehlen die Kinder, es fehlen die Schüler, es fehlen die Hochzeitstanzkursler, die verzweifelt sind, weil sie die Hochzeit von letztem Jahr auf dieses Jahr geschoben haben. Wir dürfen keine Privatstunden geben und man sieht ja, wie viel Platz wir hier haben, teilweise bis zu 300 Quadratmeter für ein Paar. Also dem sollte Beachtung geschenkt werden. Und es fehlen natürlich die Events, die Partys, die Bälle, die Gastronomie, das Leben. Insgesamt 12 mittelfränkische Tanzschulen machen bei dem Videoprojekt mit und haben dafür jegliches Konkurrenzdenken über Bord geworfen. Denn die Situation ist sehr ernst. Versprochene Hilfen fließen zäh, Einzelne denken ernsthaft ans Aufhören und alle verbindet eines: Es fehlen die Perspektiven. Weil seit November, jetzt über den gesamten Winter hinweg, war ja keiner draußen. Und wir befürchten, dass ganz, ganz viele Tanzschüler dann erstmal tatsächlich den Sommer genießen werden, dass die erstmal alle raus wollen und dass sie dann vielleicht im Oktober, eventuell im November wieder kommen werden. Und dann wäre es für uns ein Jahr ohne Einnahmen. Und das kann kaum einer stemmen. Unterricht, Tanzpartys und Workshops finden seit Monaten nur online statt, wenn die Kursteilnehmer nicht sowieso gekündigt haben. Die Tanzschulen haben dafür viel Geld investiert und medial aufgerüstet, hatten sich fortgebildet und Hygienekonzepte entwickelt, die so gut waren, dass nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes bisher keine Infektion über eine Tanzschule nachgewiesen werden konnte. Die Forderung ist natürlich, dass wir Tanzschulen so schnell wie möglich aufmachen können. Wir können alle eine lückenlose Anwesenheit dokumentieren. Wir wissen genau, wer war wann mit wem zusammen im Saal. Mit ihrem Videoappell an Politik und Gesellschaft gehen die mittelfränkischen Tanzschulen einen bisher einmaligen Weg und erhoffen sich durch ihre Kooperation auch eine gewisse Strahlkraft über die Region hinaus. Vielleicht ist das wirklich jetzt ein Startschuss für eine andere Art und Weise der Kooperation. Wir sind alles tolle Tanzlehrer und haben unser eigenes Business. Aber dass man wirklich so die Hilfe, die Gemeinschaft benötigt, das gab es bisher nicht. Und es ist schön, es ist ein tolles Gefühl, aber ich wünsche mir keine Pandemie mehr herbei.